Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen, großartigen, keltischen Sonntag wünsche ich dir und wünsche ich euch allen. Wir haben heute im falschen Kalender einen Montag, also Wochenbeginn, und der falsche Kalender hat, wie wir wissen, die Vormacht. Deswegen wünsche ich euch und natürlich dir besonders einen guten Einstieg in eine neue und spannende Woche. Und diese Woche scheint sehr spannend zu werden. Hier haben wir das Horoskop des Übergangs der Sonne vom Sternzeichen Krebs, stark introvertiert, in das extrovertierte Domizil der Sonne, den Löwen. Der stolze, kräftige, aber auch etwas bequeme Löwe hat hier in diesem Horoskop einige spannende Aspekte aufzuweisen. Die Sonne einmal direkt ein Trigon zu Neptun, was für mich natürlich eine starke Schwächung darstellt. Hier Sonne-Neptun-Aspekte zeigen meist sich von einer sehr sozialen, karitativen Ader. Ja? Also da ist man sehr, sehr großzügig. Und gleichzeitig haben wir hier auch eine Opposition zu Pluto. Auch ein sehr spannender Aspekt, weil Sonne-Pluto-Aspekte stehen immer für großen Kraftzuwachs, aber auch für Macht- und Kontrollspiele. Also hier können wir schon erahnen, um was es geht, denn die Sonne steht im 11. Haus, im Haus der Europäischen Union, aber auch im Haus der verbündeten Staaten, wie zum Beispiel dem Wilden Westen. Also eine sehr starke Betonung der Position der verbündeten Staaten und der Europäischen Union. Wie geht es uns, also wie geht es Deutschland, wie geht es den Staatsipaten, wie fühlen sich die? Naja, wir sehen hier sehr eindeutig Aszendent Jungfrau, Herrscher von 1 Merkur im 12. Haus, ist jetzt nicht so optimal gestellt, und Herrscher Merkur auch des 10. Hauses, Spitze 10 in den Zwillingen, ebenfalls im 12. Haus, auch suboptimal gestellt. Also das heißt hier sowohl für das eigene Land, die Stimmung im eigenen Land ist unklar, man ist ratlos, Planlosigkeit macht sich breit, aber das haben wir, glaube ich, schon die letzten Jahre gesehen, aber auch hier Herrscher von 10 in 12 bedeutet, dass sich hier die Staatsipaten jetzt in den nächsten Wochen eher zurückziehen werden. Also das heißt, sie machen das, was sie am besten können, untertauchen. Also das ist eine geniale, einzigartige Fähigkeit, für das man Funktionäre braucht, die auch gut bezahlt werden, weil so richtig untertauchen, das ist eine Kunst für sich. Und dann aber doch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt ins Geldbörserl der anderen zu greifen. Also das sind Spezialtechniken, die man nicht so ohne weiteres erlernen kann. Also das braucht viele Jahre Praxis. Wir sehen einerseits eine Opposition Mond-Venus zur Opposition Sonne-Pluto. Wir sehen Merkur im festen Quadrat zu Uranus. Na, das könnte schon interessant werden. Wir sehen Saturn auf der Hauptachse. Wir sehen Jupiter am MC. Also alles schwierige Besetzungen. Und natürlich sehen wir auch Mars-Pluto-Trigon. Und Mars im 9. Haus in den Zwillingen könnte schon sehr lautstark werden. Also das heißt, hier kann es dann zu klaren Artikulierungen kommen. Denn Mars ist nicht nur Herrscher des 8. Hauses, also bringt eine sehr destruktive Qualität mit sich, sondern er ist auch Herrscher des 3. Hauses, Straße. Das heißt, hier können wir in der die Öffentlichkeit, also das heißt die Straße, im Bereich Gerechtigkeit, im Bereich sozusagen Freiheitsbestrebungen, aber auch im Bereich natürlich von ausländischen Mitmenschen einiges erleben. Also es könnte durchaus interessant werden. Und Jupiter als Herrscher des 4. Hauses am MC zeigt mir, dass es hier natürlich auch im Bereich der Bevölkerung zu einem Aufbegehren kommt. Denn Jupiter in den Zwillingen übertreibt natürlich mit den Worten. Der Mars in den Zwillingen ist jetzt mit Worten nicht so zimperlich. Und Jupiter ist ganz knapp nicht mehr auf Löwegraden, sondern bereits auf Jungfraugraden. Schauen wir, ob
zumindest das 10. Haus. Spitze 10. Haus befindet sich mit 11 Grad 55 eindeutig auf Löwegraden. Das heißt, hier sehen wir, dass, naja gut, die Stadtsypaten können hier einigermaßen selbstbewusst auftreten, das ist schon richtig, aber für mich ist wichtiger Jupiter am MC, also ein sehr intensives Horoskop, und Saturn natürlich auf der Hauptachse hat einen stark hemmenden, blockierenden Einfluss, und ich sehe natürlich eine starke Verbindung, auch wenn sie jetzt nicht von den Graden gerechtfertigt wäre, ja, am ehesten vielleicht so ein schwacher Spiegelpunkt, aber das ist jetzt nicht so im Vordergrund. Für mich ist eben hier der Motor dieses Aufbegehrens der Bevölkerung eben hier der Verlust, den wir schon seit so vielen Jahren sehen. Verlust, Wohlstand, Wachstum im Land und so weiter. Das ist ein schleichender, ein langsamer, aber kontinuierlicher Prozess. Saturn in den Zwillingen ist eben, in den Zwillingen nicht, in Saturn in den Fischen ist eben ein sehr ängstlicher Aspekt, eine sehr vorsichtige Besetzung und natürlich auch eine stark strukturauflösende Energie. Also das heißt, hier sehen wir schon ungefähr, um was es geht. Sonne als Herrscher des 12. Hauses im 11. Haus zeigt uns, dass auch hier im Bereich der Europäischen Union Ratlosigkeit, Planlosigkeit vorherrschen, aber dass man hier eben auch gewillt ist, mit allen Mitteln, mit allen fairen und unfairen Mitteln, 12. Haus, die Macht zu behalten. Pluto. Pluto als Herrscher des 3. Hauses steht natürlich auch für das Thema Wahrheit, Information und die Achse 3-9, also das ist meines Erachtens so ein bisschen die Wahrheitsachse. Natürlich die großen Wahrheiten sind im 9. Haus, aber hier Kommunikation und Sonne Pluto, die Verbindung von 12. Haus und 3. Haus ist natürlich für mich auch das Thema vorsätzliche Lüge. Das 3. Haus ist Kommunikation und das 12. Haus steht eben für, tja, eine gewisse Elastizität, ja, in der Argumentation. Die Wirtschaft, Handel und Industrie stehen natürlich auch im 3. Haus, erkennen wir im 5. Haus mit dem rückläufigen Pluto, dass hier natürlich versucht wird zu wachsen, aber Spitze 3. Haus im Skorpion weist auf große Probleme hin. Also das können wir hier unschwer erkennen. Wir haben in diesem Horoskop weiters noch zwei Halbsummen, und zwar Saturn, Mondknoten und Neptun. Diese Halbsumme bedeutet seelisches Leid durch Falschheit, durch Lügen. Interessant, ja, dass das hier auf der Hauptachse steht. Und Saturn als Herrscher des 5. Hauses kann auch nur bedeuten den Wachstumsfaktor. Also das heißt, dass das Leid immer größer und unerträglicher wird. Und wir erkennen natürlich hier auch das Thema militärische Auseinandersetzung. Spitze 7. Haus steht in den Fischen, Neptun als Herrscherin von 7 in Trigon zu Sonne, Herrscher des 12. Hauses, zeigt uns eine doppelte neptunische Verbindung. Also das heißt, hier wird offensichtlich über die Lage in diesem Krieg gelogen, dass sich die Balken biegen, aber das wissen wir aus der Berichterstattung der letzten 2 Jahre, dass hier eher Propaganda denn Wahrheit verbreitet wird. Dann haben wir noch eine zweite Halbsumme, Sonne, Merkur und Venus, und an sich eine sehr schöne Halbsumme, aber sie weist auch auf eine gewisse Ausgeglichenheit hin, ja, also das ist an sich positiv. Wer sind diese Faktoren? 12. Haus, die Lüge. 11. Haus steht für den Wilden Westen. Das Merkur steht für Stadtsypaten und das ganze Land. Also das heißt, man versteht sich hier offensichtlich. Aber trotzdem haben wir über die Opposition zu Mond im Wassermann, Venus, Mondopposition, meines Erachtens ein starkes Spannungsverhältnis zwischen dem Wilden Westen, Herrscherin des 9. Hauses, und Mond, Herrscherin des 11. Hauses. Das heißt, hier hat man verschiedene Ansichten, und das schaut dann so ein bisschen wie ein Regenschirm aus, oder von mir ist wie ein gespannter Bogen. Also hier Sonne, Venus, Merkur, und in Opposition dazu dann genau auf den Fokuspunkt Venus der Mond. Sonne, ich berichtige, Mond, Venus, Opposition steht natürlich dann auch für Launenhaftigkeit, für Unberechenbarkeit und sich ein schweres
entscheiden können. Und die Spannung zwischen der Europäischen Union und dem Wilden Westen ist eben nicht ohne, weil sie sich in festen Zeichen, in festen Häusern, also Löwe, Wassermann, 5, 11 befindet. Nur sehe ich da eher schon die Jungfrau gerade bei der Venus. Bei der Venus haben wir schon Jungfrau gerade und beim Mond sehen wir die Löwe gerade. Also das heißt, hier ist offensichtlich die Europäische Union sehr, sehr stolz und selbstbewusst, grundlos selbstbewusst, warum auch immer. Und hier die Venus steht hier im Löwen, ja, also eh schon löwehaft, aber eben auf Jungfraugraden. Das heißt, man geht hier von Seiten des Wilden Westens eher pragmatisch vor. Auf jeden Fall starke Spannungen zwischen Wilden Westen und Europäischer Union. Wir wissen, dass hier in letzter Zeit hinter den Kulissen kräftig gearbeitet wird, aber nicht immer sehr konstruktiv. Uns kann es ja recht sein. Wir sehen den Mars in den Zwillingen. Mars in den Zwillingen ist schon ganz schön vorlaut. Im Stier war er eher zurückhaltend, eher schaumgebremst, also das heißt auf Besitz natürlich sehr, sehr heikel, aber ansonsten ist der Mars im Stier eher, würde ich sagen, verträglich, ruhiger, aber in den Zwillingen ist er viel beweglicher, viel aktiver, viel aggressiver gestellt und in erster Linie geht das auch hier in Richtung Bekundungen, Beleidigungen und natürlich mit Pluto im Trigon dazu kommt hier ein starker Impuls dazu, ein starker Impetus, das heißt hier bekommt der Mars von Pluto richtig viel Energie und das könnte nämlich sehr, sehr interessant werden, wie schon gesagt, drittes Haus, die Straße, neuntes Haus, Menschen aus aller Herren Länder und Venus als Herrscherin des neunten Hauses im elften Haus zeigt uns auch hier dieses Spannungsmomentum, denn das neunte Haus steht für das ferne Ausland und das elfte Haus für die Europäische Union. Also das heißt, hier sehen wir, dürften wir offensichtlich Aufstände dann in der gesamten Europäischen Union sehen. Wann wird das der Fall sein? Wir haben jeden Quadranten eine Woche lang, also das heißt, das könnte in Richtung Anfang August zeigen. Anfang August dürfte hier ein starkes Expansionspotenzial vorliegen. Jupiter steht für starke Expansion und wir erkennen aus einem beweglichen Aszendenten Jungfrau und einem beweglichen Meridian Merkur, Zwillinge, beide von Merkur regiert, eine starke Dominanz des Geistigen, aber auch des Kommunikativen. Und wir erkennen auch daraus, dass ein sehr offener Ausgang herrscht. Also das heißt, wir können schwer vorhersehen, in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil natürlich bewegliche Energien immer die Unberechenbarkeit mit an Bord haben. Ich habe noch nicht erwähnt, Venus als Herrscherin des zweiten Hauses, das heißt, hier haben wir es offensichtlich dann mit der Währung zu tun, das ist hier einerseits der Euro, aber über die Kombination 9. Haus, Spitze 9. Haus im Stier von Venus regiert und Spitze 2. Haus Waage ebenfalls von Venus regiert, sehen wir, dass es sich hier auch um den US-Dollar handeln dürfte. Das heißt, wir sehen hier natürlich innerhalb der Europäischen Union einen starken Einfluss der US-Währung auf die Europäische Union. Nicht weiter verwunderlich. Wir sehen 1, 2, 3, 4 Planeten im dritten Quadranten. Das heißt, es wird sehr viel Information herauskommen, es könnte sehr viel Wissen herauskommen, wobei natürlich Saturn zu Beginn des siebten Hauses und die Spitze des siebten Hauses in den Fischen, das natürlich wieder konterkarieren werden. Also das heißt, hier haben wir zwei stark hemmende und bremsende Faktoren. In den Fischen ist es eher ein verschleiernder, vernebelnder Faktor. Und an der Spitze des vierten Quadranten haben wir Jupiter, Sonne, Venus, Merkur, ebenfalls 4 Planeten im vierten Quadranten. Das heißt, hier dürfte sich jetzt etwas tun. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, in den nächsten 7 Tagen schon einige Ereignisse zu sehen. Wie gesagt, Merkur-Uranus-Quadrat ist für mich nicht zu unterschätzen, denn hier geht es einerseits um geistige Inhalte,
andererseits um revolutionäre Aspekte, revolutionäre Auswirkungen. Und Merkur, Uranus ist in meinen Augen ein durchaus brisanter Aspekt. Also das heißt, hier könnte sich allmählich etwas aufbauen. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen sehen wir dann auch noch den Spiegelpunkt Mars, Uranus, und der könnte auch schon mal recht interessant werden. Also das heißt, wir haben hier einen sehr intensiven Übergang der Sonne vom Sternzeichen Krebs in das Löwe-Domizil, natürlich mit etlichen Abstrichen, wie gesagt, Pluto-Opposition, Trigon zu Neptun, eine Schwächung. Und hier natürlich dann auch, kann man durchaus gelten lassen, ja, die Halbsumme. Ist es eine Halbsumme? Es ist auf jeden Fall eine Verbindung zwischen Sonne, Pluto und Neptun, und das steht für Hemmungen in der, hoppala, für Hemmungen in der körperlichen und geistigen Entwicklung, hochgradige Sensitivität, Kraftlosigkeit, Untergrabung der Gesundheit. Also das heißt, es ist hier in der oberen Etage, weil die Sonne steht natürlich mundan gesehen immer für die Führungsebene, ist es in dieser Etage nicht mehr zum Besten gestellt. Also das heißt, wir sehen hier einen allmählichen Niedergangsprozess. Es hätte auch ein anderes Horoskop mit der Sonne im Löwen sein können, aber es ist eben nur dieses geworden. Aszendent Jungfrau zeigt uns natürlich dann auch Vorsicht an. Wir haben hier auch ein pragmatisches Vorgehen, ein Vorgehen sehr stark verstandesbetont, und natürlich ist dann hier auch mit Herrscher von 1 in 12 auch der Irrtum, frei nach dem Motto, planen heißt den Zufall durch den Irrtum ersetzen. Wir haben in Konjunktion mit dem Aszendenten den Fixstern Mizar, der sich auf 16 Grad und 2 Minuten befindet, und es gibt hier verschiedene Aussagen. Mizar bedeutet in erster Linie meines Erachtens eine Konfrontation mit Taten aus der Vergangenheit, weil aus früheren Leben ist hier nicht angebracht, und hier geht es darum, sich eben dieser Herausforderung zu stellen. Ebertin vermutet Marsnatur, Mizar den Ruf, wenn er an höchster Stelle steht, er nicht, weil das wäre am MC, mit katastrophalen Bränden, das ist es nicht. Velov schreibt, die Marsnatur scheint sich vornehmlich mundan zu äußern. Nein. Also das heißt, ich bleibe hier eher bei Frank Felber, der über Mizar, den muss ich jetzt nur finden, wo suchen wir ihn? Jungfrau sucht man, ja, Jungfrau ist nach Krebs. Da haben wir schon, ja. Und zwar steht hier Mizar bei Frank Felber, führt dem Menschen die Auswirkung seiner Gedanken vor Augen und konfrontiert ihn schonungslos mit dem verbundenen Karma, daran arbeiten, eine immer höhere. Also das heißt, und hier auch sich notwendigen Konflikten zu stellen. Und diese Aussage, sich notwendigen Konflikten zu stellen, die gilt natürlich für Deutschland. Man hat in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten ist es natürlich vorsichtiger unternommen worden, aber in den letzten Jahren ist es immer unverschämter unternommen worden, eine starke Untergrabung des ganzen Staates gesehen. Man hat Dinge gesehen, die man sich niemals erträumen hätte lassen, die man niemals für möglich erachtet hätte. Und jetzt haben wir es natürlich dann auch mit den Folgen des jahrzehntelangen Wegschauens zu tun. Interessant, dass auch noch quasi Nessus mit 19 Grad 44 es hier auf der Hauptachse auch zu tun haben. Und hier geht es darum, dass eben die Not anderer ausgenützt wird und dass das Vertrauen missbraucht wird. Es geht hier auch um sehr große Heimtücke und Hinterhältigkeit. Ja? Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Und Heimtücke, Hinterhältigkeit hier im Zusammenhang eben mit dem Kriegsgeschehen in erster Linie im Osten, weil ich glaube, mit den Handelspartnern ist man sich, glaube ich, halbwegs klar geworden, aber dazu fehlt mir dann der nähere Einblick, wie es derzeit mit dem internationalen Handel aussieht. Ich weiß nur, dass es für China eine empfindliche Erhöhung von Importzöllen gab. Ich glaube, waren das 48%. Ich habe das jetzt nicht zur Erinnerung. Also das heißt, hier könnte natürlich auch dann eine Reaktion von Seiten Chinas gesetzt werden. Gar keine Frage. Wir sehen
heute den 22.07.2024, 22, 29, 31, 33, die 37, daraus resultieren die 10 und die 1. Interessant, dass wir in dieser alten Zahlenreihe zweimal die 4 haben in Form der 22 und in Form der 31. Naja, vielleicht hängt das mit der Sonne-Pluto-Opposition zusammen, dass man eben hier versucht, einfach ganz primitiv Macht auszuüben. Und im Zusammenhang natürlich mit der Machtausübung steht die 29, die Gegenkarte quasi. Man hat zu viel mit sich machen lassen, man war zu quasi gutmütig, man war zu vorsichtig, zu ängstlich und muss jetzt lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, beziehungsweise sich auf die Füße zu stellen und sich auch zu wehren. Das ist für mich natürlich dann auch irgendwie so eine Aussage von Mizar am Aszendenten Jungfrau. Die 33, ja, was soll man dazu sagen? Die 33, die große Meisterzahl, hier schaut unterm Strich dann meistens nur ja, Härte und Unterdrückung der Gefühle heraus. Das würde ich sagen, ist der Saturn auf der Hauptachse. Die 37 als letzte Zahl ist eine angenehme Zahl, eine sehr soziale Zahl, eine Schutzzahl, gute Liebesfähigkeit, würde ich sagen, könnte durchaus mit Sonne Neptun in Verbindung stehen, mit Mond Venus eher nicht. Das Resultat aus der 37 ist die 10, das Rad des Schicksals, das heißt, wir haben hier ein sehr stark schicksalshaftes Horoskop, steht auch für die Sonne, deswegen ein Volltreffer und die 1 als letzte Zahl ist ebenso ein Volltreffer, nicht nur, weil die 1 für einen Neubeginn steht, was hier der Übergang der Sonne in das Sternzeichen Löwe eindeutig ist, sondern weil wir hier auch den Pluto mit an Bord haben. Und Pluto, interessanterweise, über die Opposition stellt sozusagen dann diese Karte doppelt, ja, dar. Weil wir haben nicht nur den Neubeginn über die Sonne im Löwen, sondern auch die Sonne Pluto-Opposition. Und die Sonne hatten wir in der Zahl in der 10 davor. Also ganz interessant, dass die alte Zahlenreihe doch hier einiges zu bieten hat. Die neue Zahlenreihe zeigt uns natürlich den ersten Grad des fünften Monats Löwe im Jahr 1742 um 282 Jahre korrigiert, also 2024 minus 282 Ayanamsa ergibt das Jahr 1742. Der erste Grad des fünften Monats, 1 plus 5 ist 6, plus 1 ist 7, plus 7 ist die 14, plus 4 ist die 18, die 20 und daraus resultierend die 2. Auch eine sehr interessante Zahlenreihe, die ebenfalls vollkommen richtig mit der 1 beginnt. Ja, es ist ein Neubeginn und Pluto hat tatsächlich eine starke Position. Die 6 geht in Richtung Mars, das heißt, wir sehen hier, dass sich jetzt Aggression, Wut, dass sich starke Emotionen artikulieren wollen und sie werden sich artikulieren. Wir sehen hier den Mars in Opposition zu Pluto, weltweit eine sehr geladene Situation, eine sehr stark aufgeladene, angeheizte Situation. Mars, wissen wir, ist immer sehr, sehr aktiv, sehr heiß, der Planet der Entzündungen und wir sehen im 9. Haus natürlich auch ja, im fernen Ausland, das kann durchaus auch für den Wilden Westen stehen, dass hier im Wilden Westen offensichtlich hier große Unmutskundgebungen stattfinden. Das wären ungefähr dann, wenn das hier eine Woche ist, dann können wir sagen ebenfalls so Anfang August, weil das hier sind pro Haus bestenfalls, naja, was werden das sein? Na, nicht einmal 2,5 Tage, also das heißt bisschen mehr als 2 Tage, das ist einen Tag, nachdem hier bei uns in Deutschland auch etwas kommen könnte. Interessant ist, ja, dass offensichtlich hier das Aufbegehren vorher in Deutschland stattfindet und erst einen Tag später im Wilden Westen. Die 7 zeigt mir, dass sich jetzt hier sehr stark etwas tut, ohne Fleiß kein Preis, ohne Schweiß kein Preis. Das heißt, wenn man aktiv wird, ja, dann kann es auch gelingen. Die 14 weist auf die Bescheidenheit hin. Die Bescheidenheit würde ich auch wieder Saturn auf der Hauptachse sehen. Mit Saturn auf der Hauptachse wird der ganze Monat natürlich von Angst und Sorgen geprägt sein. Gar keine Frage, Saturn ist ja der Planet der Angst. Und die 18 als vorletzte Zahl zeigt das Thema Täuschung, Lüge,
Betrug, aber auch das Ende der Täuschung auf. Endlich, hoffen wir es. Naja, Sonne als Herrscher des 12. Hauses steht für diese neptunische Energie, dann eben Merkur als Herrscher des 12. Hauses, ja, ist auch hier für dieses stark neptunische Thema, auch wenn damit der Mond angesprochen ist. Und wir sehen hier natürlich Herrscher von 12 Sonne, Herrscher von 3, dass eben hier das Wahrheitsthema auch sehr stark im Vordergrund steht. Die Menschen wollen endlich die Wahrheit hören und nicht dauernd wie seit Jahrtausenden Jahren nur belogen und betrogen werden. Ja, wie gesagt, Mond haben wir eh erwähnt, Mond im Wassermann, also das heißt, wir sehen hier einen starken, möglicherweise Ausbruchsversuch der Europäischen Union, dass man hier einen eigenen Weg gehen will und das missfällt natürlich dem Wilden Westen sehr. Eine exakte Opposition, es ist sogar eine applikative Opposition, also eine sich verstärkende, denn der Mond ist auf 12 Grad und 2 und die Venus auf 13,04. Ja, jetzt fange ich schon an, wie das Kamel zu reden, gell? Ja, sehe immer so auf und ab und ja, es wird ganz interessant. Also der Kinder-Joe tritt zurück und jetzt wird wahrscheinlich jemand anderes kommen. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Löwinger, ja, einen alten Löwinger. Ja, jetzt bin ich da gekommen und hab da immer so alles machen. Ja. Ganz interessant, das Jodeln kommt dann wahrscheinlich wieder groß in Mode. Auf jeden Fall als letzte Zahl haben wir die 20 und das weist auf eine große Sache hin, auf ein großes Ereignis und ein sehr schicksalsträchtiges Ereignis hin. Also das ist sehr spannend, die quasi... Die Auferstehung, na, was wird da auferstehen? Schauen wir mal, wie sich das dann entwickeln wird. Aber interessant auf jeden Fall, in der alten Zahlenreihe hatten wir die 10 gesehen und in der neuen Zahlenreihe die noch stärkere, schicksalsträchtigere 20. Na, das könnte dann doch auf eine starke Zeit auf eine starke Löwezeit hinweisen. Die 2 als letzte Zahl, das Wirken kosmischer Kräfte, kosmische Harmonisierung, gut, auf das freuen wir uns dann, darauf warten wir natürlich, das wird dann der Übergang Jahrzehnte dauern, aber auch das würde ich am ehesten aus hier dieser Trigonierung zwischen Sonne und Neptun ablesen, aber natürlich Sonne, 12. Haus und so weiter und so weiter. Gut, also das heißt, interessantes, spannendes Horoskop, ich habe natürlich, ich muss vorher natürlich schauen, ob ich hier ich muss immer schauen, was ich hier öffne, dass ich da keine falsche... Schauen wir mal dieses Video. Ah, das gefällt mir sehr gut, das passt. Ausgezeichnet zu dieser heißen Zeit. Also hier bei uns ist es sehr heiß im Großraum von Wien. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Angeblich in München, glaube ich, ist es sehr bedeckt oder es hat stark geregnet, nur knapp um die 20 Grad. Also das heißt, oder im Westen bei uns auch teilweise nur 16 Grad. Wir haben heute wahrscheinlich wieder 30 Grad, also traumhaftes Wetter. Wir würden dringend Regen brauchen. Die Schwächert hier würde sich auch sehr darüber freuen. Bitte. Wenn du kannst, heute wieder 1, 2, 3 magische Minuten mit positiven Gedanken, mit der Beeinflussung dieser Matrix in Richtung positive Harmonisierung, angenehme Entwicklung. Wir wollen hier sozusagen auf Erden eine angenehme, schöne Zeit verbringen und wir wollen nicht dauernd in dumme Machtspielchen hineingezogen werden, wo wir dann immer die Verlierer sind, wie sie sich das ja so schön in den letzten Jahrtausenden eingerichtet haben. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und wie ich auch immer wiederholt gesagt habe, alles das, was du an guter Energie aussendest, das kommt dann wieder auf dich zurück. Also das heißt, du wirst diese 3 Minuten sicherlich nur als großen Gewinn für dich erleben. In dem Sinne, einen wunderschönen fantastischen Wochenbeginn, Wochenstart in eine neue, spannende Woche und schauen wir mal, ob sich hier dann tatsächlich etwas tun wird, ob es tatsächlich zum Aufbegehren der Bevölkerung kommen wird. Wundern würde es mich nicht und wir wissen ja, am Gelde hängt es, zum Gelde drängt es und wenn dann zu viel Monat am Ende des Geldes übrig geblieben ist, dann werden die Leute natürlich aktiv werden. In dem Sinne, alles Liebe, dein Astrowolf, Ende.